The Hunter. Jagen oder gejagt werden? Ja, das frage ich mich gerade auch. Wir probieren gerade ein neues Spielchen aus. Erstmal ein bisschen Einstimmung. Okay, The Hunter, ein kostenloses, sogenanntes Free-to-Play-Modell bei Steam erhältlich. Man kann natürlich auch bezahlen, und zwar, was habe ich gehört, 10 Euro für 6 Monate. So, wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich bin absolut Neuling. Mein erster Start. Was haben wir denn hier? Oh, du läufst aber ziemlich langsam. Wo sind deine Füße? Ich sehe nur deinen Schatten. Warum hältst du das Handy vor deinem Gesicht? Hier ist nichts zum Aufnehmen. Und hast du überhaupt Inventory? Habe ich überhaupt eine Knarre eingepackt? Na gut, habe ich schon, ja. Huch, ich habe doch nur rechts gedrückt. Ah ja, wo möchte ich denn hin? Wo bin ich denn da? Wir möchten... Was ist denn das da? Ja, es sieht aber schon seltsam aus. Hier muss ich das Ganze jetzt... Ich muss jetzt laufen. Gut, verfolgen wir diesen Weg. Ich möchte einfach mal hier hin. Ja? So, I am tracking. Oh ja, I am tracking. Kann ich rennen? Ich kann mich ducken. Oh ja. Klick, klick. Ja gut, dann klicken wir uns mal durch die Gegend. Komm schon. Junge. Boah, muss ich jetzt laufen? Gibt es hier nicht irgendwo ein Fahrzeug, mit dem ich fahren kann? Hier die alte Karre da hinten. Pack das Teil doch mal weg. Nein, mag nicht gut. Also hier scheint es jetzt keine Karre zu geben. Irgendwo im Nirgendwo. Ich. Jetzt mal ernsthaft, ja? Kann ich mir die Options mal bitte ansehen? Nee, kann ich nicht. Doch, da oben. Da. Controls. Ja. Gameplay. Ja. Keyboard Setup. Crouch, Rise, Toggle, Walk, Run. Aha, ist ja interessant, okay. Gut. So, das heißt, C muss ich drücken zum Rennen. Dann rennen wir gleich mal. Use Environment. Make Sound. Aha. Map. Minigame, Microcamera, was gibt es denn noch alles? Items, Use Item, wo kann ich denn zum Beispiel meine Waffe equippen? Da, aha, Weapon 1, Hunter Made ist top. Gut, dann rennen wir mal. Was, so rennen wir jetzt, gut. Also ich möchte dahin, ich laufe jetzt mal querfeldein. So, der hetzt sich jetzt schon zu Tode. Hervorragend, ja. Zu Tode hetzen, ja. Springen kann ich nicht. Gut, das brauche ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch kein First-Person-Action-Shooter. Not at all. Ich vermute mal, die Leute wollen einfach nur geduldig spielen. Und ja, die Grafik sieht eigentlich recht annehmbar aus. Kann man jetzt nicht meckern. Die Texturen sind jetzt nicht so... Super dolle. So, jetzt gehen wir wieder nochmal über die grünen Auen. Hervorragend. Pack mal diesen Mate hier weg. Was ist los? Kann ich jetzt meine Waffe auswählen? Da, so, danke schön. Oh. Nee, möchte ich jetzt nicht kommen. Kann ich dich holstern? Ja, ich kann dich holstern. So, und jetzt rennen. Was das Zeug hält. Oh ja, Lensflare-Effekte. Habe ich schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Glatte Lüge, aber was sonst. So, pack mal deinen Hunting-Mate wieder aus. Ah ja. Noch mal gucken. Ah ja, ich laufe strack drauf zu. Was war das? Oh, da fliegt etwas. Kann ich das im Fluge abknallen? Oh, das war jetzt zu schnell. Da hinten fliegt es. Hey, was willst du von mir? Wow.
Lad nach, Baby, lad nach. Wo bist du? Da hinten. Nee, ich glaube, den erwische ich nicht. Also packen wir das Ganze wieder ein und laufen noch mal ein Stück weiter. Laufen, bitte. Vom Schießstand aus werden wir jetzt erstmal ein paar Tiere verprügeln. Yes. Uiuiui. Erinnert mich so ein bisschen an The Forest. Ja, The Forest könnte sein. Oder, nee, an Rust inzwischen nicht mehr. Also Rust sieht anders aus. Tatsächlich wirklich an The Forest. Komm, Jung, gib Gas. Gib Gas jetzt hier. Ja, bei The Forest, nein, bei Rust ist jetzt ein neues Update rausgekommen. Interessiert euch jetzt bei Hunter nicht? Natürlich nicht. Hm, ihr wollt jetzt Hunter sehen. Ja, was soll ich? Jetzt kann ich halt nicht über Rust. Oh, hier, Spuren lesen. Hier war mal vor, oh, ich kann es genau sehen. Vor 3 Millionen Jahren gab es hier mal einen kleinen Steinschlag. Seitdem liegt er hier. Das sieht man hier an den Witterungszuständen. Ne? Gut, laufen wir weiter. Hier muss es einen riesen Wasserfall gegeben haben. Der hat die Steine da unten runter transportiert, von hier oben. So, der Berg, das ist einfach nur Sahara-Sand. Irgendwann mal hier rüber geweht worden. Giftige Pflanzen. Nicht schlucken. So, was ist das denn hier für ein rotes Etwas? Aha. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Sehr interessant, doch. Das könnte ein Spawning Point sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Na gut, also wir laufen und laufen und... Die Aussicht wird immer besser, obwohl da hinten, da verschwindet jetzt alles. Das ist ja nur noch ein Nebel. Oh graus, oh graus, oh graus. Gut. Wir sollten hoffentlich gleich ankommen. In unserem Ausguckhäuschen. Oh, knacken wir eigentlich, wenn wir über einen Ast laufen? Nein? Es knackt nicht. Sehr seltsam. Okay, zeig doch mal, wo wir sind. Wir dürften ja nicht mehr weit weg sein. Ah, ja, vielleicht doch noch etwas weiter weg, als ich dachte. Ja, dann laufen wir mal den Ameisenhügel hoch. Bis zum ersten Schuss kann etwas Zeit vergehen. Aber schön, wir haben hier keine Anzeige. Ich muss jetzt nicht mitatmen, das macht er schon richtig gut für mich. Ich sitze hier relativ bequem auf meinem knirschenden Bürostuhl vor meinen zwei gigantischen Monitoren und begecke mich mit meinem Mäuslein hier. Es knackt einfach nicht, wenn ich drüber laufe. Also Jungs, das könnt ihr aber noch ändern hier. Es knirscht nur seltsam. Okay, nehme ich jetzt gar keine Rücksicht drauf. Oh, hier die Blumenwiesen, da muss ich mich erstmal ducken. Oh, guck mal, wie sie das Gras sich legt. Und jetzt sehe ich auch die Arme. Gut, wollen wir mal aufstehen? Und dann sind die Arme weg. Die armen Arme. Ah, noch eins höher. Ah, ich kann einmal in die Hocke. Ah. Okay. Gut, dann rennen. Sind wir schon wieder bei den grünen Auen und alles blau da unten, alles verschwunden. Da ist das die Küste? Naja, ich weiß nicht, dann müssen die jetzt gleich verschwinden. So, wir sind jetzt gleich bei unserem, würde ich mal hoffen, sind wir da. Eieiei, ich habe auch noch ein Weilchen zu laufen, du. Mann, 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 ein Jäger ohne Auto ist doch nicht zu fassen. Guck mal, da ist schon der erste Strommast, ja. Ja, das heißt aber wirklich, wir laufen stark darauf zu. Naja, gleich haben wir es geschafft. Was für ein schönes Let's Show oder Let's Unplay. Unplay, ein Nichtspielen oder ein Unspiel. Es hat geknirscht. Da. Nochmal. Naja, das war jetzt vielleicht eine Ausnahme. Huh, und eine Kluft. Buah.
So, also da links müsste so ein bisschen die Straße sein, wo wir hätten lang laufen können. Wir laufen aber natürlich querfeldein, was sonst. Oh, hier die Brunft- und Weideplätze des Dammhirsches, den ich übrigens immer noch nicht sehe. Ich kann hier so einfach zack durch den Zweig durchlaufen, auch wahrscheinlich hier durch. Nee, doch nicht ganz, also okay. Aber hier durch, bam, bam, durchs Gesicht. Jetzt ziehe ich aber Striemen durch meine Backen, du. Ist ja wie bei den Antihypokraten. Bei Gefahr schneidet ihr euch dreimal mit einem scharfen Skalpell in die Backe. So, ab nach unten. Ach, das sieht aber, das sieht HD aus. Hm. Könnte sein. Okay, ist ja auch eine Full-HD-Auflösung. Und ich hoffe, diesmal spielt mein Aufnahmeprogramm auch vernünftig mit. Weil beim letzten Mal, ich wollte State of Decay aufnehmen, hab da echt ein paar Mal schon ein paar Minütchen drauf gehabt, bin aus Versehen einmal auf den Stoppknopf gekommen, hab dann sofort wieder gestartet. Was war? Ja, Backstory sei Dank hat er die alte Aufnahme komplett mit der neuen überschrieben. Fantastisch, ne? Kann passieren, darf aber nicht. Nicht bei einer gekauften Bezahlsoftware, die für sowas ausgelegt ist. Also Fraps hat diese Probleme bis jetzt nie gehabt. Ein Klick aus, ein Klick an und schon macht er wieder eine neue Datei auf. Oh! Oh! Alter! Oh! Da hinten, da sehe ich's. Habt ihr das gehört? Oh, hier, fantastisch. Das gibt einen Blattschuss. Naja, oder auch nicht. Wir haben es probiert, auf jeden Fall sind hier die Rehe gewesen. Lass uns nochmal den Hunting Mate rausholen. Und pack mal die Waffe weg. Renn mal kurz da runter. Wir scheuchen jetzt dieses Reh da runter ans... Ja, sieht aus wie Wasser, ist aber kein Wasser. Natürlich nicht. Wenn ich jetzt springen könnte, könnte ich viel schneller laufen und das Reh kann mir nicht entkommen. Okay, ab jetzt langsam. Hier ist tatsächlich irgendwie so ein Punkt. Nein, kein Punkt. Gut, wir suchen jetzt auch keine Punkte, wir suchen... lauf, mein Freund, lauf. Wir suchen unseren Jagdpunkt. Genau dort ist unser Jagdpunkt. Hier schon wieder so eine rote Stelle. Ist das wirklich so ein hier, ich spawne. Hier muss ich hin. Oder ist das einfach nur ein Wegweiser? Weißweger. Also weg vom Wildschwein jetzt. Schwein. Zwei Tierchen gesehen. Rennen ja total bescheuert durch die Gegend, anstatt sofort loszuballern. Und außerdem, wie kriegen wir die erlegten Tiere nach Hause? Ja, feine Sache. Also rennen wir einfach mal weiter. Außer Puste komme ich ja sowieso nicht. Das finde ich sehr gut. So, mein Hunting Mate. Junge, Junge, das sieht aber echt mal weit aus. Kann ich nicht einfach auf den Strommast hochklettern? Laufe ich so schräg schneller geradeaus? Kann überhaupt nicht sein. Oh, aber ich laufe richtig, sonst wäre ich da in die Kuhle gelaufen. So, wir nähern uns mal der modernen Infrastruktur. Den Hochspannungsmasten. Oh, hier haben wir eine gute Übersicht über das Land vor uns. Irgendwelche Schweine in Sicht. Oh, da hinten, da sehe ich ein Tierchen. Pass mal auf, ich probiere mal, ob ich das Tierchen... Oh, jetzt läuft es weg. Fräulein. Das war nicht so schön von dir. Knie dich mal hin, eine Runde. Hm, die sehen einen aber auch wirklich von Weitem. Gut, nochmal wegpacken und... Loslegen. Ach, das sah gerade aus wie so ein Wildschweinchen. Upsala. Ja, bleibt doch am Stein hängen, aber durch Gestrüpp läufst du einfach durch. Mann, Mann, so viel Äste, wie ich schon im Bad hätte hängen müssen. Hängen haben müssen. Satzbau.
Besser als Fuchsbau. Was ist das denn? Hier, da geht's die Richtung. Wieso geht's da die Richtung?